So, hier kommt jetzt der Objektfang. Ganz, ganz wichtig, dass der Objektfang ist vor allem dann wichtig, wenn Sie kein Raster haben. Ich zeichne hier mal schnell ein Rechteck. Das Ganze jetzt hier mal ohne Raster. Ich zoome immer das tue mal so, ich habe hier kein Raster. Denn spätestens dann ist der Objektfang unverzichtbar. Und ich möchte meinetwegen jetzt hier Punkte auf diesem Rechteck einfangen. Mache vielleicht noch einen Kreis dazu. So zum Vergleich. Oder machen wir gleich ein Beispiel. Ich möchte jetzt den Kreis hier auf diesen Eckpunkt zeichnen. Wenn ich kein Raster habe, dann kann ich das, dann liegen natürlich die Punkte nicht auf irgendeinem Raster, das ich einen Rasterfang verwenden kann, sondern hier brauche ich jetzt meinen Objektfang. Ich kann jetzt hier auf den Pfeil gehen und mir einstellen, was ich hier verwenden will. Sie finden hier die Schnelleinstelloption oder Sie, also hier können Sie es anhaken oder Sie gehen hier rein. Hier können Sie das dann halt noch etwas ausführlicher sich einstellen, zumal Sie eine Erläuterung noch dazu kriegen, ja, wenn Sie so eine Maus so drüber gehen. Also gerade für Anfänger ist das interessanter. Ja, hier können Sie den Objektfang erstmal aktivieren und dann können Sie sagen, okay, ich möchte meinetwegen jetzt hier einen Endpunkt haben. Wichtig ist, man sollte nicht alles einstellen, also nicht zu viel, weil ich sonst die Objektfänge oder Umstände dann gegenseitig behindern. Also ich sage immer für einen Anfänger die Faustregel maximal drei gleichzeitig. Ich gehe jetzt mal hier auf Endpunkt und gehe dann auf Kreis und kann jetzt hier den Endpunkt einfangen und hier einen Kreis drauf zeichnen. Wenn ich einen Mittelpunkt haben will, dann kann ich hier umstellen, den Mittelpunkt dazu nehmen. Und hier dann wieder auf Kreis gehen. Und jetzt kann ich hier den Mittelpunkt, man sieht ja das Symbol. Und wenn es mit der Maus drauf bleibt, kommt noch eine Erläuterung. Das heißt, wenn Sie sich unsicher sind, einfach drauf zeigen, warten, bis die Erläuterung kommt. Wenn es okay ist, dann klicken Sie. Also jetzt fange ich Endpunkt ein. Es erscheint hier die Meldung Endpunkt. Sagt, okay, jetzt habe ich quasi einen Kreis vom Mittelpunkt hier zum Endpunkt gezeichnet. Genauso können Sie auch Punkte auf den Kreis fangen. Ich gehe mal wieder auf, zum Beispiel auf dem, was machen wir hier? Auch wieder im Kreis und nimm nochmal hier den Mittelpunkt raus, mach mal hier Zentrum an und Quadrant und wechsle jetzt hier rein. Jetzt kann ich hier Quadrant quasi hier diesen Punkt einfangen oder halt Zentrum, das wäre jetzt das Zentrum vom Kreis, ja, was gleichzeitig der Mittelpunkt dieser Linie ist. Ja, und könnte meinetwegen, oder auch hier, das wäre jetzt gleich der Quadrant von dem Kreis, aber auch gleichzeitig der Endpunkt von dem Rechteck bzw. dieser Linie. Wir können jetzt hier noch einen Kreis zeichnen. Was gibt es noch? Tangente vielleicht. Machen wir eine Linie und gehe jetzt hier auf Tangente. Ziehe jetzt hier eine Linie und könnte jetzt hier halt die Tangente zeichnen. Aufpassen, hier ist der Quadrant und hier wäre jetzt die Tangente. Und hätte jetzt quasi eine Tangente auf den Kreis gezeichnet. Dann gibt es noch Lot. Was haben wir gemacht? Den Lotobjektfang, Lotrecht. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Linie zeichne und ich möchte jetzt hier lotrecht drauf. Ich zeige mal eine andere Methode, wie Sie den Objektfang nur einmalig aktivieren. Wenn ich ihn hier anhakle, ist er quasi immer aktiv, solange ich den Objektfang eingeschaltet habe und den ich deaktiviere. Wenn Sie mit der rechten Maustaste den Objektfang aktivieren, zeige das hier mal, gehe jetzt hier auf Linie, Steuerung, rechte Maustaste und jetzt hier einen Objektfang einschalte, dann ist er quasi nur einmalig aktiv für diesen Befehl. Ja, ich gehe jetzt hier auf Lot. Ich wollte Lotrecht jetzt hier drauf zeichnen. Jetzt gehe ich auf Escape. Ja, wenn ich jetzt hier auf Linie gehe und den Objektfang nochmal anschaue, jetzt ist das Lot nicht aktiviert. Ja, das heißt, mit der rechten Maustaste können Sie Objektfang quasi, Steuerung rechte Maustaste, können Sie ihn quasi einmalig zuschalten. Im Übrigen finden Sie hier auch noch andere Objektfänge, die jetzt im Prinzip hier unten nicht sichtbar sind, die auch noch einmalig gelten. Machen wir jetzt hier nochmal weiter mit den Objektfängen hier unten. Der Lot hatten wir jetzt hinter uns gehabt. Schnittpunkt, ja, auch interessant. Ich gehe mal hier auf Linie. Dann mache ich den Objektfang Schnittpunkt an. Gehe jetzt hier auf Schnittpunkt und kann jetzt die Schnittpunkte wählen. Das wäre natürlich auch ein Endpunkt. Ja, zum angenommenen Schnittpunkt muss man Folgendes beachten. Den brauchen wir eigentlich im 2D nie wirklich. Aber ich möchte ihn trotzdem hier zeigen, weil er gehört hier dazu. Und ich zeichne hier mal eine Linie hier drüber und die schneiden sich normalerweise. Jetzt gehe ich hier mal rein in, mache den Endpunkt mal aus und mache den Schnittpunkt mal an und gehe auf Linie. Und jetzt fängt er mir hier das Ganze als Schnittpunkt ein. Ja. Wenn ich allerdings jetzt die Linie hier in Z-Richtung nach oben verschiebe, ich mache das hier mal, ich gehe mal hinten rauf und mache mal ein Z von 100. Und jetzt ziehe ich das normalerweise, wenn ich da drauf sehe, immer noch an, als wäre hier ein Schnittpunkt. Ich gehe allerdings jetzt hier auf Linie und er fängt jetzt hier nichts mehr ein, weil hier ist in Wirklichkeit kein Schnittpunkt. Wenn wir das Ganze mal in 3D betrachten, dann sieht das so aus.
Sehen Sie das? Ja, das heißt, ich habe den Z-Koordinate hier erhöht, die hier auf, lassen wir mal zeigen, die auf 100, wenn ich auf 0 setze, dann ist es wieder in der Ebene, dann haben wir hier einen Schnittpunkt. Wenn ich auf Linie gehe, hängt man das hier ein. Wenn ich allerdings jetzt hier die Z-Koordinate um 100 Einheiten erhöhe, dann ist das hier kein Schnittpunkt mehr. Aber wenn ich jetzt in der Draufsicht bin, gehen wir wieder hier in die Draufsicht, wo es eigentlich aussieht, als wäre das ein Schnittpunkt, dann schalte ich jetzt mal um auf angenommenen Schnittpunkt. Wo haben wir das? Hier. Weiß egal, ich kann es auch anlassen. Gehe jetzt hier auf Linie. Dann findet er das trotzdem, ja, als angenommenen Schnittpunkt. Ja, und könnte das hier weiterzeichnen. Die Frage ist dann nur, wo geht's los? Schauen wir mal. Und er fängt dann hier oben trotzdem an. Ja. Also wie gesagt, das brauchen Sie normalerweise in 2D nicht wirklich, weil dann haben Sie, soll dieser Fall eigentlich gar nicht vorkommen. Aber ich habe es nochmal mit erwähnt, damit Sie wissen, was der angenommene Schnittpunkt bedeutet. Quadrant hatte ich schon erklärt. Punkt ist auch nochmal interessant, dass wenn Sie zum Beispiel Punkte haben, ich gehe mal wieder auf Ansicht von oben und zeichne hier mal ein paar Punkte ein. Die sind wieder ein bisschen versteckt. Da muss ich ja auf die Menüleiste gehen, also Menüleiste anzeigen hier und finde hier unter Zeichnen den Punkt. Wo ist es? Hier. Zeige jetzt mal einen einzelnen Punkt hierher und noch einen hierher. Die kann man jetzt kaum sehen. Ja, die werden Sie wahrscheinlich jetzt kaum sehen. Ich kann allerdings unter Format, Punktstil, die ein bisschen größer darstellen und nehmen wir hier das, gehe auf OK, jetzt sehen wir die ein bisschen besser. Ja, aufpassen, das ist wirklich nur ein Punkt, wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie hier unter Eigenschaften, das ist nur ein Punkt hier mit den Koordinaten und die könnte ich jetzt einfangen. Gehe jetzt hier auf mein Objekt, fangen Punkt, mache das hier aus, mache einen Punkt ein, gehe dann hier auf Linie und dann fängt er mir die Punkte ein und ich könnte jetzt hier die Punkte quasi abklicken. Manchmal kriegen Sie von Vermesser, ja, so Vermessungspläne enthalten oft diese Punkte. Ja, weil der Vermesser meistens nur Punkte einmisst und dann können Sie das dann nachzeichnen, indem Sie Objektbank Punkt verwenden. Was haben wir hier noch? Lotrecht haben wir schon, dann kennt haben wir auch. Nächster, auch ein ganz wichtiger Objektfang. Der ist zum Beispiel interessant, wenn Sie jetzt irgendwo, Hauptsache auf dieser Linie, aber irgendwo loszeichnen wollen. Ich gehe mal wieder, mache den Objektfang Nächster an. Also Nächster, gehe jetzt hier auf Linie. Und jetzt sehen Sie, er fängt jetzt hier irgendeinen Punkt auf dieser Linie ein. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, beliebig auf dieser Linie oder hier halt auf dieser, also den nächstbesten Punkt, wenn Sie so wollen. Und kann jetzt hier loszeichnen, hier zum Beispiel nächstbester Punkt auf dieser Linie. Das ist der Objektfang Nächster. Der nächste wäre der Objektfang Parallel. Machen wir das mal. Gehe jetzt also hier auf Linie, fange eine Linie an. Jetzt zeige ich auf diese, nur zeigen und jetzt sieht man hier so ein kleines Symbol und jetzt rastet er quasi ein und macht Zeichen quasi parallel zu dieser Linie eine Linie. Ja, ich zeige hier mit der linken Maustaste nur auf diese Linie, bis dieses Symbol erscheint, parallel, dann fahre ich hier rüber und dann erscheint hier gleich diese Hilfslinie und jetzt kann ich hier quasi parallel zu dieser Linie eine Linie zeichnen. Ja, nochmal, zeige hier drauf und fertig. Das war der Objektfang parallel. Kommen wir zu dem Objektfang Hilfslinie. Ich werde den mal hier einschalten. Ah, den muss ich hier oben einschalten. Also dieser hier und mache mal alles andere aus. Bis auf Endpunkt, den brauche ich noch dazu. Und das zu simulieren, brauche ich hier mal zwei Linien. Ich zeichne hier mal diese Linie und diese. Die schneiden sich theoretisch irgendwo. Und wenn ich jetzt von diesem imaginären Schnittpunkt aus eine neue Linie zeichnen will, kann ich den Objektfang Hilfslinie verwenden. Gehe also hier auf Linie, fahre jetzt hier drauf und die Hilfslinie ist quasi aktiv. Sie sehen, es erscheint ja auch Hilfslinie, erweitert das ein bisschen. Fahre jetzt auf die andere Linie und gehe jetzt bis hier hoch. Moment. Und so, und jetzt schneidet sich, sehen Sie hier. Und jetzt habe ich hier quasi den Schnittpunkt zwischen den beiden Linien. Ja, ich kann es nochmal demonstrieren. Eventuell, wir haben noch hier ein Beispiel, mach es ein bisschen kleiner. So, also von den beiden Linien hier, gehe also auf Linien, fahre erst auf die erste, nicht blicken, ja, nur drauf fahren
Und jetzt erscheint mir die Hilfslinie, Sie sehen es auch hier am dem grauen Feld, wird das auch angegeben. Erweitere die ein bisschen in die Richtung, die ich gehen will. Und dann gehe ich auf den nächsten und fahre jetzt. Er merkt sich das, wo die ist. Ja, ich fahre jetzt rüber und wenn die quasi die schneidet, habe ich jetzt hier meinen imaginären Schnittpunkt und könnte jetzt von hier aus quasi ein neues Element zeichnen. Also ich gebe ich quasi, klicke ich quasi einen Punkt an. Ich kann quasi damit imaginäre Schnittpunkte fern von Objekten. Also ausgehend von zwei Punkten imaginäre Schnittpunkte in die Richtung erweitern. Ein weiterer Objektfang, der noch erwähnt bleiben muss, also ein bisschen verwirrend, der hieß früher Basispunkt, jetzt heißt er Einfügung. Ich muss einfach überlegen, was damit gemeint ist. Und das können Sie verwenden, wenn Sie Blöcke machen. Ich mache mal schnell einen Block. Dazu zeichne ich mir hier ein Rechteck und erzeuge, mache aus diesem Rechteck jetzt einen Block. Gehe also hier auf Einfügen, Block erstellen, nenne das einfach Rechteck. Und Auswahlpunkt ist jetzt dieser hier, das soll mein Einfügepunkt sein. Dann Objekt wählen, wähle ich hier das Rechteck aus, Enter und im Block konvertieren sage ich okay. Ja, das war quasi hier mein Basispunkt oder mein Einfügepunkt. Und wenn ich jetzt später genau an diesem Punkt was fangen möchte, ja, dann kann ich diesen Objektfang Einfügung aktivieren. Aus, Einfügung und gehe jetzt hier zum Beispiel auf Kreis. Und wenn ich hier drauf gehe, dann sehen Sie, hier hat er halt diesen Punkt, das heißt, hier heißt es nur noch Basispunkt und kann dadurch quasi den Basispunkt eines Blockes einfangen. Ja, den können Sie übrigens auch verändern, den Basispunkt, rechte Maustaste, Blockeditor. Hier ist quasi aktuell mein Basispunkt, sehen Sie am Koordinatensystem. Und kann ich das sogar hier anklicken? Geht das? Nee, das geht nie, aber ich kann jetzt das Rechteck anfassen und theoretisch verschieben. So, brauche noch Objektfang, Endpunkt. Dann schiebe das jetzt hier rein. Jetzt ist es quasi auf der anderen Seite. Ich gucke das Spiel und sage jetzt hier Speichern, ja. Und schmeiße mal den Kreis erstmal hier raus. Und gehe jetzt mal wieder auf Kreis. Objektfang, Basispunkt, das ist der Basispunkt hier drüben. Ja, das ist noch ein Endpunkt jetzt hier, aber das ist der Basispunkt. Ja, das heißt, der Basispunkt wird zunächst mal definiert im Blockeditor hier über den Ursprung quasi im Block selber. Ja, deswegen sagte, glaube ich, auch, wenn Sie einen Block erstellen, wenn ich richtig in Erinnerung habe, gehe nochmal hier auf Block erstellen, einfügen, Quatsch hier aus Block erstellen, aus, na gut, Auswahlpunkt nennt das. Ja, ich dachte, er nennt es sogar hier Ursprung oder so, er nennt es Auswahlpunkt. Oder Einfügepunkt oder halt Ursprung vom Block selber. Sind wir jetzt alles durch? Ich glaube, ja. Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum. Achso, geometrisches Zentrum, das können wir auch nochmal schnell demonstrieren. Alles aus. Damit können Sie quasi hier in der Mitte das Zentrum von solchen Objekten definieren. Ich mache mal hier den Kreis, können wir mal lassen. Mal sehen, was da passiert. Ich gehe mal hier auf Linie und jetzt finde ich das Zentrum quasi hier von dieser Polylinie. Ja? Oder halt hier von dem Kreis. Sehen Sie, das ist das Basispunkt, den haben wir noch aktiviert. Machen wir den mal aus. Das wäre das Zentrum von dieser Pollinie oder geht es auch vom Kreis aus? Na, dann macht er das, macht er nicht. Nee. Das überschneidet sich, ja, das ist interessant. Ich benutze das ehrlich gesagt nicht allzu häufig. Ich mache das mal ein bisschen anders, noch die alte Methode. Nehme ich den Kreis mal raus, gehe auf Linie. Also den finden Sie schon, beim Kreis macht das nie interessanterweise. Wird das auch finden, wenn das Ding gesprengt wäre, wenn es keine Pull-Linie wäre? Gut, führen wir das mal aus. Jetzt haben wir quasi hier einzelne Linien. Also machen wir eine Pull-Linie. Also hier sprengen. Das. So, jetzt haben wir hier einzelne Linien. Wenn ich jetzt hier auf Linie gehe, ja, das wird das nicht mehr gefunden. Ja. Also es muss schon eine Pull-Linie sein, dann wird es quasi nicht mehr gefunden, das geometrische Zentrum. Ja, man kann das auch alternativ machen, das mache ich eigentlich immer. Und zwar mit Linie, gehe also hier auf Linie, dann Steuerung, rechte Maustaste und sage Mitte zwischen zwei Punkten. Ich brauche allerdings noch einen Objektfang dazu. Also ich gehe mal hier auf Endpunkt, mache das mal aus und möchte jetzt hier den Mittelpunkt finden von dem Rechteck. Gehe also auf Linie, dann Steuerung, rechte Maustaste, Mitte zwischen zwei Punkten und könnte jetzt hier quasi wie so eine Diagonale aufziehen und damit auch das geometrische Zentrum definieren.
Ja, also das Geometriezentrum funktioniert also nur, wenn Sie mit Polylinien arbeiten. Interessant wäre bei der Geometriezentrum nochmal, das interessiert mich jetzt, wenn die Polylinie so einfach ist, wenn die zum Beispiel ein bisschen komplizierter ist. Zunächst, ich verbinde jetzt mal wieder die Linie zu einer Polylinie, habe die quasi ausgewählt und gehe jetzt hier auf Ändern und Verbinden. Habe jetzt wieder eine Polylinie draus gemacht, ja, das sehen Sie hier. Und jetzt werde ich mal ein bisschen komplizierter machen. Ich gehe jetzt hier mal drauf, klicke die Polylinie an. Na, will jetzt nicht. So, jetzt hat das. Klick hier auf die Mitte und sage hier einen Bogen konvertieren. Mache hier mal einen Bogen draus und gehe jetzt mal wieder auf geometrisches Zentrum, weil jetzt wäre es interessant, weil das kriege ich mit meiner Mitte zwischen zwei Punkten dann nicht mehr so ohne weiteres die Mitte raus. Jetzt will ich mal gucken, ob hier das geometrische Zentrum funktioniert. Gehe also hier auf Linie. Ah, das funktioniert. Das ist auch wirklich nach oben versetzt. Also das ist natürlich, hier ist es wirklich praktisch. Ja? Also wenn Sie ein einfaches Rechteck machen, dann können Sie das auch über Steuerung rechte Maus testen, mit den zwei Punkten, Mitte zwischen zwei Punkten die Sache erzeugen. Wenn Sie das über allerdings kompliziertere Form haben, dann ist es besser, Sie arbeiten mit dem geometrischen Zentrum. Ja, wenn wir jetzt einmal hier drinnen sind, kann ich jetzt Ihnen nochmal die anderen Sachen zeigen. Zum Beispiel hier der Objektfang von, der kommt, der ist auch nur hier zu finden. Und der ist dann interessant, wenn Sie von irgendeinem Punkt loszeichnen wollen. Dazu mache ich mal Folgendes. Ich mache hier mal ein Raster ein, damit Sie das etwas besser nachvollziehen können. Ich schalte das Raster wieder ein. Allerdings den Fang mache ich aus. Mache hier ein Rechteck. Das setze ich jetzt hier unten. Mache mal kurz wieder an den Fang. Hier auf mein Raster. So. Jetzt mache ich mal das Rasterfang wieder aus. Und ich möchte meinetwegen jetzt hier diesen, sagen wir mal, diesen Punkt jetzt einfach einzugeben. Diesen Punkt ausgehend von diesem Punkt hier einen Kreis zeichnen oder eine Linie, ist egal. Ja, diesen Punkt möchte ich quasi anklicken oder eingeben. Man könnte das natürlich mit absoluten Koordinaten machen und so weiter, aber ich weiß im Prinzip, dass das von diesem Eckpunkt 25 Einheiten nach X und 25 Einheiten nach Y diesen Punkt ergibt, relativ von dem. Dann, das kann ich mit den speziellen Objektfang machen. Ich gehe also hier auf Kreis, dann Steuerung, rechte Maustaste von. Schauen wir nochmal kurz rein. Also jetzt bei Objektfang von gehen Sie folgendermaßen vor. Ich habe hier mal so ein Rechteck gezeichnet und möchte meinetwegen jetzt ausgehend von diesem Punkt einen Kreis zeichnen. Und ich weiß halt den Abstand zu diesem Punkt. Da ist in X-Richtung 25 und Y-Richtung auch 25. Das heißt, die relativen Koordinaten bezogen auf diesen Punkt wäre dann 25,25. Und das können Sie quasi mit dem Objektfang von machen. Ich gehe also hier auf Kreis, dann Steuerung, rechte Maustaste, gehe ja auf von, muss jetzt sagen, von welchem Punkt will ich ausgehen? Also ich möchte von diesem Punkt ausgehen. Das fange ich an mit dem Objektfang-Endpunkt, weil Raster habe ich mal bewusst deaktiviert, weil ich könnte es auch über das Raster machen. Und jetzt gebe ich die Koordinaten ein von diesem Punkt, den ich gerade angeklickt habe, also die Eckpunkte dieses Rechtecks. Und die müssen Sie allerdings, das ist ganz wichtig, mit dem Add-Symbol eingeben. Also Add der Befehlszeile und gebe jetzt hier ein 25,25 25, Enter und jetzt fängt er mir hier den Kreis an. Also das sind genau 25 Einheiten von diesem Punkt. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn Sie jetzt im Prinzip wissen, von dem Punkt geht es dann weiter, zeichne ich also weiter mit den und den Abstand. Das ist oft einfacher, als das Ganze immer global einzugeben. Ja, das heißt, mit dem temporären Objektfang rechte Maustaste von, können Sie quasi von einem bestimmten Punkt dann Koordinaten eingeben, wenn Sie so wollen. Ja, man kann das auch mal ausprobieren, wie das mit der dynamischen Eingabe geht. Mache die mal an und gehe dann mal auf Kreis und mache jetzt dasselbe. Also Steuerung, rechte Maustaste von, klicke hier drauf und jetzt muss ich den Abstand eingeben. Man sieht das ja auch in der Vorschau, ich muss das auch wieder über Add eingeben, also das gilt auch für dynamische Eingabe, also Add 25,25. Ja, also auch hier bei dynamischer Eingabe müssen Sie theoretisch, obwohl die eigentlich auf Relativbasis funktionieren, aber auch bei der müssen Sie das Add dann eingeben, damit das dann wirklich auch relativ ist und nicht vom globalen Ursprung ausgeht, obwohl Sie, wenn Sie mit von arbeiten. Ja. Es gibt noch eine andere Methode, die zeige ich dann später, aber es passt ja ganz gut rein. Ja, was haben wir noch für einen temporären Objektfang? Also gehen wir mal auf Linie. Übrigens, dieser Objektfang ist nur aktiv innerhalb eines Befehls, ja, wo es eine Punkteingabe erfordert ist. Wenn ich jetzt rechte Maustaste mache oder Steuerung rechte Maustaste, sehen Sie diesen Objektfang nicht. Das heißt,
Wenn eine Punkteingabe erforderlich ist, jetzt zum Beispiel hier den ersten Punkt eingeben und jetzt machen Sie Steuerung rechte Maustaste, dann sind diese Objektfänge aktiv. So, temporärer Ursprung. Das ist ein Befehl oder ein Objektfang, den ich ehrlich gesagt nur mit der dynamischen Eingabe verwenden kann. Ich persönlich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man den mit der Befehlszeile verwendet. Also wer das weiß, kann man da gerne einen Tipp geben. Werde mal demonstrieren. Nehmen wir an, ich möchte jetzt diesen Kreis im Abstand von, sagen wir mal, 1 Meter von hier nach hier oben hin verschieben, ja, ausgehend von diesem Punkt. Dann kann man das mit temporären Ursprung auch machen. Also ich gehe jetzt hier drauf, dann Steuerung rechte Maustaste. Ups, habe ich hier verklickt. Also Steuerung rechte Maustaste, temporärer Ursprung. Setze hier meinen temporären Ursprung hin. Jetzt fährt mir hier meine, kann ich die Richtung vorgeben und kann jetzt den Abstand eingeben. Einer dynamischen Eingabe, das ist wichtig, von 100. Und er hat mir jetzt hier Abstand von 1 Meter, das quasi, oder von 100 Einheiten entsprechend abgesetzt. Ja. Wichtig ist hier, Sie müssen dynamische Eingabe aktivieren. Wenn ich den nämlich ausschalte, das ist etwas, was mir nicht ganz klar ist. Also wie es ohne die geht, weiß ich nicht genau. Manchmal würde ich es jetzt quasi jetzt hier drüben haben. Dann Steuerung rechte Maustaste, temporärer Ursprung, jetzt mal ohne dynamische Eingabe, ich habe es ausgeschaltet und klicke hier drauf und versuche dasselbe und gebe hier 100 ein. Da funktioniert es nicht. Ja, da kommt irgendwas anderes raus. Selbst wenn ich jetzt mal das Ganze versuche mit den Add-Koordinaten, suche das mal, vielleicht fällt mir gerade ein, vielleicht können wir es auch damit machen. Also ich fasse das hier an, dann Steuerung rechte Maustaste, temporärer Ursprung. Gleiche Ralf und zeige in die Richtung, gebe jetzt hier ein Add ein, Add 100,0, geht es auch nicht. Ja, also wie gesagt, wie es mit der Befehlszeile funktioniert, ist mir ehrlich gesagt unklar, aber wenn Sie eine dynamische Eingabe anschalten, da können Sie so arbeiten. Zeige es nochmal, ich habe es eingeschalten. Jetzt hängt man das hier am Fadenkreuz. Ich möchte jetzt von hier aus das 1 Meter hier nach X-Richtung das verschieben. Dann gehe ich auf Steuerung rechte Maustaste, temporärer Ursprung, klicke drauf, zeige in die Richtung. Gebe hier 100 ein, Enter und habe es versetzt. Wie gesagt, das geht natürlich immer nur in eine Richtung. Wenn ich gleichzeitig X und Y eingeben will, dann muss ich zeige es nochmal, hier mit von arbeiten. Gehe also hier auf von, klicke auf diesen Punkt, muss allerdings jetzt, dynamische Eingabe ist aktiv, mit dem Add-Symbol die Koordinaten von dem Punkt eingeben, also Add, das bedeutet relativ, und gebe jetzt hier ein 100 in X-Richtung, 100 in Y-Richtung. Und hätte das quasi hier um 100 Einheiten mit der Option von versetzt. Ja, also entweder temporärer Ursprung oder mit der Option von. Ja, was gibt es noch? Jetzt haben wir hier von temporärer Punktfilter. Ah ja, Punktfilter ist nochmal interessant. Also nehmen wir an, wir hätten jetzt hier einen Grundriss und möchten jetzt hier ein Fenster quasi nachzeichnen, was jetzt hier im Grundriss ist. Und ich habe jetzt hier kein Raster, mit denen ich arbeiten kann. Natürlich schöner wäre es, wenn Sie mit dem Raster arbeiten, dann tun Sie sich wesentlich leichter. Tun wir hätten jetzt keins. Dann, deswegen habe ich jetzt hier mal ausgeschaltet, sowohl Raster als auch Fang und möchte jetzt hier mal mit dem Punkt, mit den Objektfängen arbeiten, um das zu demonstrieren. Dazu gehe ich hier auf Rechteck und sage jetzt hier Steuerung, rechte Maustaste, Punktfilter. Da möchte ich wissen, wo geht das Rechteck los, der Anfangspunkt, und den muss ich mir jetzt quasi filtern. Die X-Richtung hole ich mir aus dem Grundriss. Ups, das habe ich im Objektfang nicht aktiviert. Endpunkt, okay, das ist eigentlich richtig. So, also Rechteck, erster Punkt, Eckpunkt, dann Steuerung rechte Maustaste, Punktfilter X. Jetzt fragt er X von wo, das sage ich hier von diesem Punkt. Jetzt will er noch wissen, das YZ. Das muss ich jetzt hier noch bestimmen, ja, die Höhe. Und das mache ich jetzt meinetwegen relativ von hier unten. Gehe also jetzt hier auf Steuerung rechte Maustaste von, klicke hier drauf und gebe die Koordinaten ein mit Add 0, sagen wir mal 25, Enter. Jetzt geht mir das hier los. Quasi, ich habe jetzt quasi hier die X-Werte von hier unten genommen und hier von hier aus gesehen 25 Zentimeter nach hier, also 25 Einheiten nach hier oben. Jetzt mache ich hier noch wieder die Geschichte. Jetzt gehe ich auf wieder auf Steuerung rechte Maustaste, Punktfilter X, hole mir das X wieder von hier unten und das Y gebe ich ein mit Add, also relativ gesehen zum letzten Punkt, mit 0,
100, Enter. Ja, jetzt haben wir quasi von hier das x übernommen und das müsste jetzt hier 100 Einheiten groß. Dann machen wir das Raster an, da werden wir das sehen. Und da sehen wir, hier haben wir im Prinzip genau 100 Einheiten, können es auch nachmessen. Brauchen wir das Messwerkzeug. Genau, ja. Also so können Sie theoretisch mit diesen Punktfiltern kann man dann schön Schnitte und Ansichten konstruieren, ausgehen vom Grundriss, sofern man das entsprechend umgeklappt hat. So viel zum Punktfilter. Ich denke mal, jetzt sind wir, glaube ich, fast alle Objektfänge durch, die von Relevanz sind. Ja, temporär haben wir gemacht, vorne haben wir gemacht, Mitte zwischen zwei Punkten haben wir gemacht, Punktfilter haben wir gemacht. Das lassen wir weg und hier haben wir quasi jetzt alle. Achso, keiner ist noch interessant. Ja, damit können Sie quasi Objektfänge ausschalten. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Basispunkt, das ist dann oder Einfügepunkt. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich alle gemacht. Letzter Punkt, glaube ich, hier noch ist die Objektfangspur, aber die mache ich extra im Extra-Video.